Dr. Karl Löwenberg wird sich nun um die 17-jährige Jasmin kümmern, die von der Notaufnahme an ihn überwiesen wurde. Die große Schwester und die Eltern der Patientin sind ebenfalls gekommen. Auf die Anwesenheit letzterer würde die Schülerin allerdings offenbar lieber verzichten und sie rückt auch nur zögerlich damit heraus, was eigentlich passiert ist. Was ist los? Was ist dir passiert? Wurdest du überfallen? Nein. Überfallen. Was ist denn los? Löwenberg ist mein Name. Ich bin einer von den Chirurgen hier im Haus und ich habe jetzt die Unterlagen bekommen. Wir gehen gleich auf Sie ein, ja? Was passiert ist. Ich würde mich gerne mal nur ganz kurz um die medizinischen Sachen kümmern. Und dann können wir das andere ja noch besprechen. Einverstanden? Ja. Die Ausgangslage war, dass wir die Patientin zur Überwachung aufnehmen sollten und dass sie ja schon voruntersucht war. Für sie hieß es natürlich eine Nacht Überwachung, damit man auf der sicheren Seite ist. Aber da war eigentlich sonst nicht viel zu erwarten. Und ganz im Gegenteil zu dieser Erwartung hat sich da ein Riesensache aufgetan. Sowohl auf psychologischer Seite, sowohl als vom Selbstverständnis her. Und nebenbei war natürlich das Trauma, die Verletzung doch noch größer, als wir anfänglich erwartet hatten. Und was sagen Sie, ist schlimm? Also ich denke, wir müssen davon ausgehen, dass es doch eine Gehirnerschütterung ist oder wird. Weil sie ist ja doch benommen und so die üblichen Zeichen von der Gehirnerschütterung, die Übelkeit und Erbrechen. Bist du denn hingefallen, Jasmin? Nein. Was ist da los? Was ist passiert? Ich hab einen Pfosten übersehen. Du solltest doch aufpassen. Einen Pfosten übersehen? Ja. Mit dem Auge. Okay, ich war boxen. Was? Ja. Boxen? Ja. Wieso denn boxen? Aber auch da kann man doch aufpassen. Das sieht echt übel aus. Mensch. Jasmin, du bist ein Mädchen, du kannst doch nicht boxen. Wieso kannst du nicht tanzen oder singen oder. Mit wem haben Sie denn oder gegen wen haben Sie denn geboxt, wenn ich frage? Gegen so ein Junge etwa in meinem Alter. Jasmin, ich weiß nicht, was du machst. Schau dich doch mal an. Deine Haare werden immer kürzer. Die sind blau. Ist das eine pubertäre Rebellion? Deine Klamotten, guck dich doch mal an, bitte. Warum machst du nicht was ganz Normales wie Reiten oder... Was, Mutter, was soll ich beim Reiten? Außerdem, ist das verboten, sich die Haare zu färben? Nein, aber ja. Du hast dich so verändert. Du warst so ein hübsches Mädchen. Das gehört halt eben dazu. Menschen verändern sich. Aber Boxen, Jasmin, das ist doch nichts für dich. Du siehst doch, was du davon hast. Woher willst du wissen, was für mich ist? Das sehe ich dir an. Guck mal, wie du aussiehst. Es wurde zwar viel geredet, aber ich denke, es bestand eine ziemliche Sprachlosigkeit zwischen den beiden Parteien. Es wurde nicht zugehört oder man wollte nicht zuhören oder man konnte nicht zuhören. Und der eine Partner konnte dem anderen nicht vermitteln, was ihm wirklich wichtig war. Am folgenden Tag soll die Stimmung zwischen dem Teenager und seinen Eltern endgültig eskalieren. Als die Familie am Morgen in die Klinik kommt, um Jasmin zu besuchen, macht Dr. Karl Löwenberg gerade seine Visite und wird dabei Zeuge, wie es zum ganz großen Knall kommt. Gut, dass Sie da sind. Wie geht's denn unserem kleinen Mädchen? Ja, ich denke, ich habe nichts Schlimmes gehört. Wir wollen jetzt gerade zur Visite reingehen. Und wenn alles so läuft, wie erwartet, denke ich... Können wir Sie heute mit nach Hause nehmen? Ja, super. Okay, dann bitteschön. Jasmin? Was machst du denn da? Was zur Hölle machst du da? Sag mal, wie siehst kann du nicht anklopfen? Wie siehst du eigentlich aus? Guck dich mal an. Ich weiß, wie ich aussehe. Haben wir irgendwas falsch gemacht? Das kann doch nicht sein, oder? Es kann doch nicht alles schiefgelaufen sein bei ihr. Und Franziska ist ja auch ein normales Mädchen absolut geworden. Jasmin, ist alles in Ordnung mit ihr? Normales, ja. Sie auch. Alles gut. Sie ist ein normales aber Kind. Das guck ist mal, euer wie kind. Sie sich anzieht. Du bist ein Mädchen, zieh dich doch bitte mal dementsprechend an. Boah, Mama. Nix, ja, boah, Mama. So zieht sich kein Mädchen an. Ja, Punkt. Schön. Und solange du die Füße unter unserem Tisch stellst, ziehst du das an, was wir dir sagen. Boah, Mama, ganz ehrlich und Papa, ihr könnt mich mal kreuzweise. Was denkt ihr wohl, warum ich besseren Kontakt zu Franzi habe als zu euch? Also entschuldigen Sie bitte, das ist einfach nur eine Phase von ihr. Ja, aber es ist euer Kind, das ist eure Tochter, ihr liebt sie. Es ist doch keine Phase, es ist schon mal vorgekommen. Ich habe gerade das mir ausgestanden. Es ändert doch nichts daran, dass euer Kind bleibt meine Schwester ist und wir sie so lieben, wie sie ist, oder nicht? Früher hat sie auch schon so ein Blödsinn geredet. Ja, und das ist kein... Blödsinn! Du bist Papa. In der Pubertät, komm, lass gut sein, ehrlich. Was ist denn los mit Ihnen? Hey. Stopp! Hilfst du mir mal bitte? Ja, ich komm. Mama, guck mich mal an. Was hast du denn? Ab ins Bett. Geht mal rüber ins Bett. Ja, natürlich. Jasmin! Sag doch was.
Geht das? Ja. Haben Sie sich so aufgeregt? Was ist denn los mit Ihnen? Einmal hinlegen. Hm? Oder haben Sie Schmerzen? Schmerzen? Wo tut's denn weh? Einfach mal hinlegen, bitte. Aber du hast doch gestern gefragt, ne? Ob irgendwie sonst Verletzungen da sind. Kind, am Bauch tut's weh? Was ist los, meine Kleine? Darf ich mal schauen? Da haben Sie aber doch was abbekommen. Gott. Warum hast du denn nichts gesagt? Wann ist das denn passiert? Das ist doch halb so wild. Aber das musst du doch gespürt haben. Ist das auch beim Boxen passiert? Ja, das tut mir ja weh. Die Blutergussfarbe passt, ja. Mhm. Darf ich mal vorsichtig schauen? Das ist kein Sport für Mädchen. Ja, aber es hat doch jetzt nicht mit dem Mädchen. Und jetzt haben Sie mit einem Schlag so starke Schmerzen bekommen. Jetzt versuchen Sie ein bisschen Ruhe zu bewahren, habe ich gestern auch gesagt. Ne? Also, schauen Sie sich doch mal an, wie sie aussieht. Da kann man sich nicht beruhigen. Das kann doch nicht. Krankenhaus. Nein, sie hat es doch verschwiegen. Es hat doch einen Grund, warum sie es verschwiegen hat. Sie sieht aus wie ein Junge. Ich weiß nicht, was dieser Blödsinn soll. Ganz ehrlich, was? Ihr beide rafft das sowieso nicht. Ich will doch ein Junge sein. Ach, so ein Blödsinn. Du bist aber kein Junge. Nehmt sie doch mal ernst. Das ist einfach nur eine Phase von ihr, wie sie das schon mal hatte. Also, lieber Herr Vollmer, meine Meinung, wir haben wirklich eine ernste Situation hier. Es hatte sich inzwischen ein Bluterguss entwickelt und der Bauch war völlig hart. Und man musste Sorge haben, dass durch eine heftige Gewalteinwirkung, wohl durch einen Schlag beim Boxen, noch tiefere Verletzungen im Bauch passiert sein konnten. Sie warten bitte draußen. Wir müssen jetzt uns um eure Tochter kümmern. Ne? Sind Sie so einmal bitte draußen warten? Indem ihr euer Kind verstoßt, das ist euer Kind. Reicht jetzt. Einmal bitte draußen warten. Sie Schutz nehmen. Das kann doch nicht sein. Das ist ja ein Krankenhaus. Natürlich, sie ist meine Schwester und ich liebe sie. Ne, danke dir, Dennis. Sie verstehen also, das, ja? Wir müssen wirklich mal ein bisschen uns um Sie kümmern jetzt. Und Sie uns haben, bitte die Wahrheit auch immer sagen, ja? Ne? Also das ist beim Boxen passiert. Sie hatten das vorher gar nicht so richtig mitbekommen oder uns auch nicht erzählt. Ja. Und jetzt plötzlich dieser starke Schmerz. Ja, es tat halt auch nicht wirklich weh. Ja, und der Bauch ist ganz hart. Wir müssen noch mal akutes Labor abnehmen Labor von gestern. Das haben wir ja. Und der nächste MRT ist Ihrer. Okay. Ja, das heißt, wenn der nächste Patient jetzt vom MRT runter ist, der nächste muss warten und Sie gehen Bescheid. Dann rein. Ne? Ja, in der Zwischenzeit kann ich auch noch einen Fast Ultraschall machen, dann wissen wir auch schon mal ein bringe bisschen ich alles rein, okay? Es geht darum, dass wir sicher sind, dass Sie nicht eine schwere Verletzung im Bauch haben. Ja, der Bauch ist ganz hart und da kann durchaus sein, dass da irgendein Organ eingerissen ist, dass es zu einer Blutung gekommen ist und dann müsste man was unternehmen. Okay. Ja? Die Patientin war natürlich in einer existenziellen Not. Das hatte kumuliert in einem Ausbruch. Sie hatte so eine Konfrontation noch nie mit ihren Eltern und sie wollte ihr ganzes Leben lang, hatte sie dieses Gespräch ja gesucht und hatte Angst davor. Und es war ja so katastrophal ausgegangen, dass sie einfach paralysiert und also gelähmt und erschöpft war. Sie war wirklich am Ende. Nach der bildgebenden Untersuchung steht fest, dass Jasmin sofort operiert werden muss. Den Eingriff wird Dr. Karl Löwenberg persönlich vornehmen. Als der Chirurg noch einmal mit seiner Patientin spricht, wird ihm nochmals klar, wie groß der Leidensdruck bei der 17-Jährigen ist. Ich wollte Ihnen noch die Bilder zeigen von der Kernspintomographie. Da sieht man nämlich sehr gut, dass da wirklich Flüssigkeit im Bauch ist, wo sie nicht hingehört. Und deswegen machen wir jetzt eine Bauchspiegelung, Narkose und schauen, wo diese Blutung herkommt. Ist das denn wirklich so, dass das stimmt, was Sie da gesagt haben? Ja. Dass Sie gar kein Mädchen mehr sein wollen? Natürlich. Ist das Ihr fester Entschluss? Das ist schon seit Jahren so, aber meine Eltern sind einfach, die wollen das einfach nicht akzeptieren. Ständig sind die so scheiße zu mir deswegen. Und ich habe einfach keine Lust mehr darauf. Aber Ihre Schwester hält doch zu Ihnen. Wird genau von meinen Eltern akzeptiert werden. Das sind immerhin meine Eltern. Ja, glauben Sie denn nicht, dass die sie auch gerne haben und lieben? Es kommt jedenfalls nicht so rüber. Aber ich glaube, lieb haben sie sie auf jeden Fall. Hm? Jasmin, sollen wir vielleicht mal gucken, ob von unserer Seite jemand mal mit deinen Eltern spricht? Möchtest du das vielleicht? Ich denke, wir können auch spätestens morgen zusammenreden. Ja? Und dann versuchen wir auch den Eltern zu erklären, dass man da so einen gewissen Plan braucht, dass man Schritt für Schritt vorgehen kann. Ja? Wollen wir das so machen? Ja, ist gut, dass Sie das nochmal angesprochen haben. Man muss, glaube ich, verstehen, dass Jasmin ja schon ihr ganzes junges Leben lang versucht hat, ihren Eltern klarzumachen, was mit ihr los ist. Sie war sicher am Anfang selber verunsichert und in dem Moment, wo sie immer sicherer wurde, dass sie raus will aus ihrem Körper, aus ihrer momentanen Existenz, wurde es natürlich immer dringender für sie, das auch den Eltern klarzumachen. Der Eingriff verläuft ohne Komplikationen.
Viel schwieriger dürfte sich danach hingegen die Aussprache zwischen der Schülerin und ihren Eltern gestalten. Ihr behandelnder Arzt und ihre große Schwester geben der 17-Jährigen jedoch Rückendeckung und hoffen, dass Jasmins sehnlichster Wunsch endlich wahrgenommen und akzeptiert wird. Ja, ich meine, sie ist ja ihr ganzes Leben lang, sind sie ja schon da mit dem Thema beschäftigt und ist nicht durchgekommen und sie wussten es ja. Ja, ich weiß es ja schon lange und ich akzeptiere es ja auch schon. Also für mich ist es auch völlig okay, ne? Das ist meine Schwester und egal wie sie aussieht. Jasmin. Hallo. Wie geht's dir? Gut. Alles okay? Ja, soweit. Alles gut. Mhm. Geht's dir besser? Also von der Operation her ist ja alles gut gelaufen. Ja, sie sieht noch ein bisschen verschreckt und verängstigt aus. Aber ich denke, das liegt nicht an der Operation. Sie hat das wirklich gut überstanden. Wir konnten diese kleine Blutung stillen. Okay. Das hatte ich ja auch schon erklärt. Und der Bauch ist schön weich, alles. Und es ist, so sieht es super aus. Ja, also es wird ein paar Tage Überwachung benötigen. Sie soll natürlich jetzt nicht gleich mit dem Kampfsport wieder weitermachen. Da sollte sie vielleicht noch mal 4 Wochen warten. Mhm. Aber dann geht es dann wieder. Ja. Aber ich meine, sie hat natürlich ein anderes Problem. Ich denke, das wissen Sie auch. Welches? Das beschäftigt sie schon ihr ganzes Leben lang, solange sie denken. Welches Problem? Was denn? Haben Sie da nicht so ein Gefühl? Sie haben ja den gestrigen Tag und die Auseinandersetzungen gesehen. Und ich glaube schon, oder ich weiß es, sie hat es mir gesagt. Sie hat ein dringendes Anliegen und sie möchte auch glücklich sein und möchte auch, dass sie ihr das Glück gönnen und sie möchte ihr Leben leben, aber sie kommt mit ihrem Körper nicht zurecht. Sie ist in ihrem Körper unglücklich. Ich denke schon, dass Sie da sehr, sehr ernst nehmen müssen. Zeig Ihnen doch mal die Bilder. Vielleicht hilft das ein bisschen. Ja, okay. Meine Mama und Papa sind ja auch nicht dämlich, mal ganz ehrlich. Ja, ich habe da so ein Account. Was, das bist auf, du? Ja. Das bist du? Auf Social Media Seiten. Du machst das richtig gut, finde ich. Ich finde das so gut, dass du dazu stehst, dass du das machst. Deine ganzen Freunde finden es super. Also ich muss sagen, mir fällt es schwer, das zu akzeptieren. Aber am wichtigsten ist immer noch, dass du glücklich bist. Aber wie geht das Ganze denn weiter? Ich meine, ich habe es ja schon mal versucht auszudrücken. Das Wichtigste ist ja, dass sie in einem Lebensalter ist, wo sie ja eigentlich gar keinen großen Einfluss mehr auf sie haben. Sie kann entscheiden. In einem halben Jahr ist sie 18. Ja, und es sie geht können, nicht nur ums Entscheiden. Weil doch, aber sie können den Weg mit ihr gehen oder sie können sie alleine gehen lassen. Ja, aber wie sieht ihr Weg aus? Schritt für Schritt. Ich sehe das ja, dieses Problem oder diese Aufgabe, diesen Weg, diese Reise sehe ich ja nur in Anführungsstrichen aus chirurgischer Sicht. Wir haben Patienten, die sind in so einer Phase, die Hormone einnehmen. Und wir haben natürlich bei den Spezialisten unseres Fachgebietes Patienten, die operiert werden, um die Geschlechtsumwandlung dann endgültig auch körperlich zu vollziehen. Man braucht natürlich Spezialisten, die einen dort beraten. Aber wir wissen natürlich auch, was man benötigt. Man braucht psychologische Hilfe, man braucht eine Verhaltenstherapie. Und man braucht Spezialisten für hormonelle Therapie, die sogenannten Endokrinologen. Da gibt es auch wieder Endokrinologen, die sich besonders auf die Behandlung von Patienten zur Geschlechtsumwandlung spezialisiert haben. Und man braucht spezielle Chirurgen, die dann im Endeffekt die Geschlechtsteile und auch die Brüste an das gewählte oder an das endgültige Geschlecht anpassen. Was heißt? Man muss einen Schritt nach dem anderen tun, man muss sich informieren, man muss sich Ratschläge holen, man braucht eine psychologische Hilfe, man braucht eine ärztliche Hilfe, sowohl auf medikamentösem Wege wie auch eventuell später mal auf operativen Wege. Ja, ich bin als Mutter gerade absolut überfordert. Ich habe keine Ahnung, was auf uns zukommt. Aber Sie müssen halt wissen, das ist jetzt ein Beginn einer langen Reise. Das dauert eine Weile. Die Abiturientin durfte die Klinik am folgenden Tag verlassen. Inzwischen akzeptieren auch Jasmins Eltern ihren Wunsch und unterstützen die Schülerin auf ihrem weiteren Weg. Die 17-Jährige nennt sich mittlerweile Jan, hat bereits eine Hormontherapie begonnen und lebt inzwischen äußerlich wie ein Mann. Die Geschlechtsangleichung wird folgen, sobald es möglich ist.